Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1747. Wir haben ein PVZ mit dem Protoss vom Team AlphaX. Das hier ist Trigger. Und der spielt gegen den Psystorm Gaming Zerg. In blau, das ist Jon Snow. Hat also direkt das nächste Match am Start. Jetzt gegen einen Protoss. Rob Cruise hier durch die Gegend warm scouten. Versucht da ein bisschen zu nerven. Versucht die dritte Hatch zu blocken. Und wird da einen kleinen Erfolg haben, aber ja, zu viele Linge. Da kann die Probe nicht allzu lange bleiben. Beim Protoss-Sause gab es einen Adept, danach gibt es einen Stalker und ein Stargate kommt mit dazu. Also Potenzial für Voidray und oder Oracle und oder Phoenixe. Wobei es natürlich ein bisschen komisch ist, normalerweise mit einem Stargate sieht man selten, dass ein Stalker mit dazu kommt. Denn die Lufteinheiten können sich um den Overlord kümmern. Da braucht man den Stalker nicht zwingend. Trotzdem hat Trigger den mit dazu geholt. Er baut sich hier seine Wall noch ein bisschen zu mit einem Gateway. Aber wie man sieht, da kommen noch Einheiten durch und die Probe fährt auch gerade raus. Der Overlord scoutet drüber, Voidray kommt trotzdem. Wird dann also den Overlord weglasern. Der Adept hat sich die Sache kurz angesehen, aber nicht wirklich was erreicht. Und jetzt nicht wirklich bemerkenswerte Informationen gesammelt. Linkspeeder ist unterwegs. Voidray ist gleich da und kann sich dann den Overlord vorknöpfen. Und die Linge laufen mal kurz rüber mit Speed-Upgrade jetzt und können die dritte ein bisschen belagern. Der Adept ist schon angeschlagen. Das heißt, der ist ein wenig in Gefahr, versucht sich hier durchzukämpfen. Er wird aber jetzt von den Lingen surrounded. Das ist zu viel. Der Adept geht down. Die Basis bekommt ein paar Schwierigkeiten. Der Stalker kommt jetzt angelaufen. Auch der muss aufpassen mit dem Void. Der sollte das aber eigentlich halten. Wobei der Schaden am Nexus schon mal ein bisschen was war. So ein Pipe Points ging da auch mit drauf. Wenn die schaffen, die Linge den Job hier nicht. Aber keine Schreckmoment. Tatsächlich, das rettet den Overlord, wie man sieht. Der wurde angelasert, aber er hat das überlebt, hat sich jetzt rausbewegt, weil das wurde dann rübergezogen, um die dritte zu verteidigen. Also nicht so optimal hier der Start für Trigger. Währenddessen schnappt sich Jon Snow seinen Leertech, hat aktuell 44 Drones mit noch mehr im Bau. Es kommt ein Spawncrawler, es sind insgesamt 5 Queens auf dem Feld. Die Linge cruisen hier noch ein bisschen durch die Gegend, den das Stalker hier abhängt. Und die dritte Basis, ja, nähert sich der Fahrtwegstellung. Beides wollte jetzt am Start, aber wie man sieht, der Overlord entkommt trotzdem. Also der Overlord tatsächlich, ein Survivor, kommt dadurch, lebt erstmal noch länger. Und es kommt ein weiteres Target, also Trigger erhöht die Anzahl an fliegenden Einheiten. Das könnte dann doppelte Void-Reproduktion werden. Es sind natürlich mehr Probes, die dritte Basis steht. Und wie man sieht, Pile Points fehlen. Der Nexus hat keine 1000. Schilde regenerieren sie natürlich noch. Die Adepts kommen jetzt auch mit nach vorne. Also jetzt kriegt Jon Snow ein bisschen Ärger ab. Hat aber ein paar Queens am Start. Und die Voidrays drehen daraufhin erstmal ab. Warten auf Unterstützung. Da kommt auch plus 1 Air-Weapons mit dazu. Also solides Investment Richtung Air-Tech. Allerdings Jon Snow mit Lingen, Melee-Attacks und einem Baning-Nest unterwegs. Und Drone natürlich auch noch höher. Die Linge also hauptsächlich die Defense gegen die Adepts hier. Queens stellen sich da auch mit dazu, sind aber natürlich ein Ticken langsamer. Linge kommen aber schön rechtzeitig, um die Adepts abzufangen. Das heißt, die Adepts machen nicht viel aus, ein paar Linge kaputt. Lohnt sich nicht wirklich für Trigger die Aktion. Auf der anderen Seite hat er versucht, an die Mainbase ranzukommen, aber hatte das Gefühl, er hat nicht genügend Zeit für so einen Move. Und damit sieht das eigentlich ganz ordentlich aus für Jon Snow. Klar, er hat Linge verloren, aber hat die Adepts geblockt. Er weiß, was sein Gegner soweit tut. Weil hat er den Cybernetics Core, doch der hat geleuchtet, also er müsste dann eventuell gesehen haben, dass dann Upgrade kommt. So, hier sind wir die Voidrays am Fighten. Man merkt auch jetzt, dass die Voidray-Anzahl doch schon gut hoch ist mit 4 Stück. Dass da eventuell Doppel-Stargate laut und wir haben hier auch schon den Anti-Air-Tech mit den Hydras. Da kommt auch das Range-Upgrade für die noch mit dazu. Die Voidrays versuchen sich Richtung 4. Basis, da haben die Queens kurz auch drauf gespuckt. Man kann ja bei weiter Stellung halten. Consumer-Energie ist jetzt nicht so viel da, hängt hauptsächlich hier an einer Queen. Wenn die als erstes gefokust wird, wird es problematisch. Da kommen aber nach und nach mehr Consumers online. Trotzdem Hauptziel, die Hatch. Die Hatch kann nicht consumed werden, die ist noch im Bau. Die wird auch nicht gerettet, die wird einfach gecancelt. Die wollte jetzt mal weiter. Der Overlord stirbt trotzdem. Das ist der Overlord, der tatsächlich drüben war. Aber jetzt ein Hydras mit dabei und die Voidrays werden gerecalled. Aber für eins kommt der Recall zu spät. Ein Voidray kostet die ganze Aktion. Währenddessen sind die Adepts auf der komplett anderen Seite unterwegs, Schaden Richtung Zerg-Basis. Ja, der Overlord ist halt echt einmal außen rum gecruised und war dann an der Basis und wurde trotzdem weggelasert. Das ist ein bisschen bitter für den Ovi gelaufen. Die Adepts, für die läuft hier auch bitter. Die waren nämlich direkt von den Hydras abgefangen. Die Hydras kriegen jetzt ihr erstes Upgrade. Danach fehlt noch das Speed-Upgrade. Missile Attacks 1 ist auch unterwegs. Wie man hier sieht, Archons und Immortals jetzt. Also der Switch von Trigger ist da. Es wird keine Air-Army, sondern
Danach kommt eine Ground Army, wie man sie kennt. Und auch Cannons und Schildbatterie mit an die dritte Basis, um die abzusichern. Die vierte Basis wird schon stolz eben vor der Mainbase im Bau. Ja, halten die Queen auch gerade wieder Stellung. Wir sind bei 6 Queens insgesamt, aber jetzt auch 15 Hydras mit dabei. So, wenn sich die Voidways nochmal nähern, der Ball wartet nur drauf und freut sich dann auf die Voidways drauf spucken zu können. Und da kommen die Upgates immer auch mit ran. Das heißt, Trigger wird Colossal the Storm brauchen, langfristig. Bisschen Splash Damage ist gegen Hydras schon benötigt, ansonsten haben die einfach zu krasse DPS. Aktuell ist nichts unterwegs, klar, man hat die Archons, ist auch ein bisschen Splash Damage, aber halt bei weitem nicht so krass wie ein Storm. Aber nein, wir kriegen stattdessen einen Fleet Beacon. Also anderer Ansatz von Trigger, er schickt die Void Rays nochmal los. Zu viert, die Queens sind hier alle versammelt und jetzt kommen die Hydras in Masse mit dazu. Und da denken sich die Void Rays, okay, wir sollten hier vielleicht raus. Glücklicherweise haben die Hydras noch kein Speed Upgrade, das heißt, sie sind hier nicht so gut in der Verfolgung. Das heißt, die Void Rays kommen erstmal weg und jetzt wird Storm angedrückt. Ja, es wird auch dringend benötigt, wirklich, gegen die Masse an Hydras. 33 Stück sind da bereits auf dem Feld und die Hydra Army legt bereits los. Also das Storm könnte knapp werden, könnte fast schon ein bisschen zu spät werden. Ich meine, es ist ein bisschen Rest-Protoss-Army da, ein paar Tempel sammeln auch schon Energie. Und auf der Gegenseite gibt es einen Zeldrum bei. Das könnte jetzt schon noch genügend ablenken, dass der Trigger die Zeit bekommt, um Storm durchzuziehen. Fleet Beacon, naja, wurde jetzt auch fertig, wird aber da gerade nicht so viel helfen. Zeldrum starten, sie reinbanning, kommt da ein paar Sekunden mit dazu. Die Zeldrum stellt sich aber auch vor der dritten vom Protoss-Attacke gleich richtig die Party ab. Und die Zeldrum kriegen hier Banning ab. Da bleibt nicht so viel übrig. Hydras pushen ran. Storm ist in Kürze mit dabei. Also Jon Snow hat so lange gewartet, dass da vielleicht Storm noch durchkommt. Und Feedbacks, jetzt werden erstmal Feedbacks gesammelt. Das heißt, die Queen sind out of energy. Die vierte Basis erstmal vom Protoss wird abgeräumt. Aber auch die Jones werden abgeräumt. Die Zealots haben den Fight gegen die Linge Hydras trotzdem gewonnen. Die Hedge kriegt oben Schwierigkeiten. Der nächste unten kriegt Schwierigkeiten. Der wird nicht gecancelt. Hier wird der Weg aufgemacht. Die Zealots schlagen hier noch um sich. Und wir haben 12 tote Jones gegen einen toten Nexus. Die Zerg Army möchte aber weiter pushen. 108 zu 73 Army Supply. Carrier werden jetzt gebaut, wo Carrier gegen so Hydras die Waffe der Wahl sind, werden wir sehen. Storm Energy ist natürlich jetzt nicht so viel da, weil die Feedbacks alle genutzt wurden. Da wurde die Energie schon rausgejagt. Das heißt, Hydras stehen und fighten hier gegen die Archons, gegen die Voidische. Bei der Overcharge ist zwar am Start, aber DPS der Hydras ist einfach krass. Und wie man sieht, der Zergball spuckt sich hier gerade nach und nach durch. Zerg Bombe wurde komplett gekillt inzwischen. Die Cannon geht nochmal down. Schildbatterie ist jetzt out of energy, out of overcharge. Und die Zerg Army pusht einfach weiter mit Ring Reinforcer mitten rein auf die Templer, auf die Immortals. Storms Notfall, Storms wurden da gezündet, aber das ist natürlich schlecht für den Rest des Weiters. Die Hydras stehen immer noch und ballen einfach fröhlich Damage raus. Die Voidische fallen Stück für Stück auseinander. Zerg Reinforcement kommt mit dazu. Die Zealots kommen nicht wirklich ran an die Hydras. Die Linge blocken, ein paar wenige waren noch mittendrin und man sieht, die Protoss Army wandert zurück. Die dritte ist auch schon down, da stirbt auch einiges in Infrastruktur. 27 Probes hat das auch schon gekostet und damit für Trigger sieht das jetzt richtig übel aus. Er ist halt auf zwei Basen mit keiner guten Economy. Sein Gegner hat zwar auch nicht die beste, aber vier Basen sind halt doch deutlich mehr als zwei. Zweier ist jetzt auch mit unterwegs und da kommen nochmal mehr Drones für Jon Snow. Also er legt er nochmal nach, weil er merkt, wie dominant seine Position hier gerade ist, wie eingekerkert Trigger hier ist. Sammelt gerade Energie für Storm. Wie man sieht, noch nicht 45, also noch nicht ganz da und da stirbt auch schon wieder ein Templar. Also das mit den Storms hat nicht funktioniert für Trigger. Als er den Storm hatte und er hat ihn rechtzeitig durchbekommen, hat er stattdessen Feedback genutzt. Jetzt kommen mal Storms, aber die Zerg Army weicht erstmal aus. Eine Queen tankt das vorne weg. Da kommt aber ein Storm, der ist ganz ordentlich. Da laufen die Hydras auch nochmal freundlicherweise durch. Aber es ist ja trotzdem noch so viel Zerg übrig. Und dem Protoss geht einfach massiv das Geld aus. Wie man sieht, Void Rage hier fällt auseinander. Der Carry ist damit dabei. Aber er hat nur die Hälfte der Deceptoren. Und wenn die Hydras ein bisschen da drauf Fokus nehmen, sieht das. Es ist schon keine Deceptor mehr übrig. Also der Carry wirklich nutzlos in diesem Fight. Zu viele Hydras. Zu wenig Damage gegen diese Hydras. Tempel hier wird gefokust. Neue Tempel werden zwar reingehaubt. Aber bis die Storm haben, dauert das viel zu lange. Und die Zerg Army hat hier einfach gerade sehr viel Spaß. Sammelt eine Protoss endet nach der anderen auf. Da gibt es nichts, was Trigger noch groß machen kann. Das heißt GG. Und damit das 1-0 für Jon Snow. Ein bisschen bitter gelaufen wirklich für Trigger. Da hat er spätes Storm angedrückt, aber es sogar quasi geschenkt bekommen, weil Jon Snow sehr, sehr lange gewartet hat mit seinem Angriff. Und dann die Ablenkungsaktion mit den Zelts war auch noch erfolgreich, aber am Ende kamen halt keine Storms, die wirklich den Fight entschieden hätten, die da ordentlich was im Fight gebracht hätten. Wir hatten 5 Storms gezündet, aber wie man sieht, 76 zu 23 die Schadensverteilung. Also der Zerg hat so viel mit Damage ausgeteilt. Protoss Army hat einfach nur kassiert. 31 Hydras sind gestorben. Also die 5 Storms, die das waren, die waren nicht sonderlich effektiv. Die Feedbacks, die wurden halt eben gezündet und das hat den Templern, gerade den ersten Templern, die ganze Energie gehostet. Nächste hat Outside und wieder der Stalker mit dem Stargate und ein Voidray mit dazu. Der Overlord wird also weggeballert. Dieses Mal wird er überhaupt nicht so weit kommen. Schafft den Scout nicht mal, geht vorher down. Supply Block noch mit dabei, führt von Snow. Der ist jetzt hier mit ein paar Längen hinterher, aber
Die wollen jetzt auch nicht so viel Erfolg haben. Hatten wir jetzt noch ein... Okay, und dafür ist der erste Depp draufgegangen. Und die Scouting Corps gerade noch erwischt. Also, es war ein bisschen mehr los. Ich war ein bisschen zu sehr auf den Overlord gerade konzentriert. Der Depp ist auch zerlegt worden. Wie man sieht, es ist eine Drone dafür gestorben. Also ein Drone und ein Overlord verloren. Ein Adept bekommen. Ist jetzt nicht so toll für Jon Snow. Hauptsächlich, weil ihm einfach die Scouting-Infos fehlen, was sein Gegner da gerade so treibt. Aber er sieht jetzt das heute. Damit hat sich die erste Runde Scouting schon mal erledigt. Man weiß also, dass es ein Stargate ist, dass dann Voidrake gebaut wurde. Die Info hat man. Dritte Basis ist auch mit unterwegs. Dritte Basis bei Jon Snow ist am Start. Und das heißt, wir kriegen erstmal mehr Worker. Twilight Council dieses Mal. Als Follow-up. Kein weiteres Stargate, sondern Einzel-Voidrake-Produktion. Die gehen auch noch ein bisschen auf die Reise. Die müssen aufpassen, wenn es zu viele Queens sind, wird das für die Voidrake sehr schnell sehr unangenehm. Aktuell sind es 2 Voidrakes und 5 Queens auf der Map. Mit dem dritten Voidrake unterwegs. Und aus dem Twilight Council wurde dann ein Darkrine als Follow-up. Und hier wird eine Queen verfolgt, gejagt und gekillt. Die Voidrakes diven da aber ziemlich tief rein dafür, kommen aber mit der Aktion durch, kommen wieder raus. Die Queens spucken zwar gegen, aber können nicht genügend Damage tun. Die Voidrakes zwar vertreiben, aber nicht wirklich nach Hause schicken, sondern die kommen wieder. Die warten wieder, dass die Schilde aufgeladen sind, dass das dritte Voidrake da mit dabei ist. Dann kann da nochmal ein bisschen mehr die Party steigen. Wir haben inzwischen Leertech fertig, es wird ein Overseer gemofft. Hier gibt es ein bisschen Creep-Clearen und ja, der Darkschwein kommt. Der ist auch schon fast durch. Dauert also nicht mehr als lange. Was es vorne nicht gibt, ist ein Warp-In-Punkt tatsächlich. Hier, oh, Prismatic Alignment gegen einen Overlord. Gelingt auch. Supply-Block ist mit am Start. Und währenddessen werden Roaches gebaut bei Jon Snow. Der hat diesen einen Overseer und der könnte noch sehr, sehr wichtig werden. Aber der möchte auf die Reise gehen, wie man sieht. Der möchte mal außen rumfliegen und scouten. Ist die Frage, kommt er damit schnell genug durch? Der Darkschwein ist jetzt fertig. Das heißt, die Tees können jetzt reingeworbt werden. Und die T-Warpin folgt auch in der eigenen Nature. Es dauert ein bisschen, bis die rüberkommen. Spockholder technisch ein einziger nur. Also da ist Jon Snow wirklich auf Minimalprinzip unterwegs. Geht dann auch noch auf einen Spire. Also investiert auch sehr viel Geld hier. Der Overseer ist am Fliegen, aber halt überhaupt nicht in der richtigen Position. Das könnte gleich ordentlich wehtun beim Zerg. Es ist nach wie vor der eine Spock. Okay, es kommt ein zweiter und der kommt glücklicherweise an der richtigen Base. Weil da wandern gerade viele Tees ran auf die Basis. Viele Tees dann auch auf den Sporkholler. Mal gucken, wie schnell ist die Reaktion. Wenn der Sporkholler schnell fällt, dann ist halt trotzdem keine Detection. Da ist ein Overseer gemofft, aber der kommt nicht schnell genug. Damit 3 DTs sind am Start in der dritten Basis. Die Queen spawnt frisch, kriegt direkt Probleme. Die Tees könnten theoretisch die Edge gehen, aber nein, stattdessen geht es auf der anderen Seite weiter mit den Void Race hier unten. Die T dann nochmal in die Netspur reingegangen ist, weil da fehlt noch komplett der Sporkholler. Alter, die T wird ein bisschen abgelenkt. Somit die T-Aktion nicht mega erfolgreich. Die nerven ein bisschen, aber eigentlich hier wird geklärt. Die anderen drei gehen nach Hause. Overseer währenddessen. Er ist, glaube ich, zerschossen worden von irgendwas. Er war hier aber in der Gegend. Jetzt. Oder ist er noch irgendwo? Habe ich den verpasst? Ne, beide Overseer hängen hier zu Hause rum. An was. Ah, die Stalker waren das. Hat von denen einen Kill? Ne, auch nicht. Gibt es denn eine Cannon? Ach, Cannon war es. Okay, hat sich geklärt. Die Cannon hat den Overseer erledigt. Der Spy ist dafür gleich durch. Hat den Trigger gesehen mit seinen Einheiten. Wo steht denn der überhaupt? An der Natural, ja, den sollte er gesehen haben. Also die Info sollte er wiederum haben. Es ist einiges an Vespingas da bei Jon Snow und einiges an Mineralien. Also 6, 7 Mutas wären direkt drin, wenn er die Larven dafür hat. Wobei den Larven mangelt es gerade ein wenig. Spawnen aber gerade noch frisch ein paar. Und es gibt keine Mutas. Es gibt weiter Roach Ravager tatsächlich. Mit Missile Attacks 1, mit Baning Nest, währenddessen Fleet Beacon kommt wieder bei Trigger. Mit einem Temper Archive. Viel Tech. Wenn das in seine Army unten rumläuft, nach einer vierten Basis sucht, die ist aber genau auf der anderen Seite, die ist vor der Mainbase. Und ja, die Roach-Masse wächst. Das sind inzwischen ein paar Ravager mit drin, die Queens haben Energie gesammelt. Spinecall auch noch mit am Start an der dritten Basis für alle Fälle. Einzelne scoutet die vierte. Bin gespannt, wie sich das Game jetzt entwickelt. Hier drüben ein Link scoutet die vierte vom Protoss. Kann die Probe nicht mitnehmen, hat sich größte Mühe dafür gegeben. Hat nicht ganz geklappt, mehr Linge rennen hinterher. Und 14 weitere Roaches. Jon Snow sofort wieder Max hat im Supply. Cancel auf die vierte tatsächlich. Trigger cancelt seine Base und baut stattdessen 2 Stargates. Also das ist mal ein Wechsel, den man so auch nicht häufig sieht. Da kommt Storm. Da ist der Fleet Beacon dann da. Ist. Er kann dann auf Carrier-Produktion gehen. Mit 3 Basen dauert das aber trotzdem ein bisschen. Das ist nicht die Killer-Economy. Man kann halt dann nicht viel mehr bauen außer Carrier. Weil mehr Geld für anderes ist nicht wirklich da. Die T an der vierten Basis jetzt am Start. Kann vielleicht mal der eine oder andere Drone mitnehmen. Spinecrawler, Spinecrawler soll da gebaut werden. Nein, die T läuft zu viel durch die Gegend und hat damit überhaupt keinen Erfolg. Die Zealots folgen ihm nach, aber auch die sind in keiner guten Position. Die Zerg Army ist immer noch in der Gegend. Also bisher nicht so wirklich der grandioseste Move von Trigger. 1200 zu 1300 Resources lost, das sind beide noch relativ niedrig.
Storm ist aber unterwegs, Carrier ist unterwegs mit plus 1 Air-Weapons. Was diese Armee halt nicht hat, sind Hydras. Das heißt, die Anti-Air ist nicht so stark. Man kann mit Corrosive Balls versuchen, die Carrier einzudämmen, aber es ist eine deutlich größere Herausforderung, als wenn man 30, 40 Hydras hat. Die Carry-Anzahl wächst aber erst langsam an. Aber wir haben jetzt einen im Bau. Das werden noch mehr. Da kommt jetzt der zweite. Wie gesagt, das Problem ist halt mit dem Canceln der vierten Basis mit nur einer 3-Basen-Economy. Klar, das ist sicherer. Man hat weniger Fläche, die man verteidigen muss. Aber man hat damit natürlich auch weniger Geld. Und Carriers sind verdammt teure Einheiten. Und bauen zudem auch ziemlich lange. Also es ist ein ziemliches Investment. Es gibt jetzt hier die vierte und tatsächlich unten schon den Versuch einer fünften. In der Hoffnung, dass man halt eine der beiden Basen durchbekommt. Denn schon Snow ist jetzt Max und der möchte jetzt ein bisschen Stress produzieren. Angriff ist geplant mit Lingen, Baningen, Roaches, Ravagers. Sind einige davon. Die ersten Storms. Oh, die ersten beiden Storms gehen richtig gut. Der dritte Storm ist auch richtig schön. Also das sind mal ganz andere Storms als im Map Nummer 1. Und das tut der Zerg eigentlich schon mal richtig ordentlich weh. Währenddessen gibt es hier einen Lingram bei. Und in der Zerg Base gibt es irgendwo Drone Damage. An der Natural. Ein DT hat nämlich da sich reingeschlichen. Linge werden auch abgewehrt. Der DT sammelt 6 Kills tatsächlich, ehe hier gesniped wird. Versucht er da wegzukommen. 9 Mutas jetzt im Bau. Aber Mutas gegen Triple Stargate macht jetzt nicht so viel Sinn. Wobei Jon Snow, glaube ich, nicht davon weiß, was hier abgeht, oder? Er hat. Ne, er hat schon lange hier nicht mehr gescoutet. Seit der Overseer hier reingeflogen ist, hat sich da nichts mehr getan. Ja, und eben im letzten Fight, wie man sieht, das war damage-technisch eine ziemliche Klatsche. Also Trigger hat deutlich mehr ausgeteilt als das, was Jon Snow hier gemacht hat. Und die vierte Basis kommt gleich durch. Bisschen selektiv steht auch. Die fünfte Basis macht auch Fortschritte. Jon Snow ist gleich wieder maxed. Hat seine Mutas dann mit am Start. Mehr dessen Carrier-Anzahl ist jetzt bei 3. Mit nochmal 2 unterwegs und Air-Weapons 1 mit in der Forschung. In 10 Sekunden ist es auch mit dabei. Hier geht es erstmal in die erste Runde des Fights. Die Bandinge wollen daran an die Tempel kommen. Teilweise ran, aber nicht genug. Ein Tempel wurde von Crossfire nochmal erwischt. Ein Storm gibt es aber auch einen in die Zerg. Die Overs sind hier auch mit dabei. Wenn die Overs hier fallen, werden natürlich die Tees wieder eine attraktive Waffe. Aber erstmal gibt es hier den vollen Battle. Und die Mutas werden dessen in der Main Base gegen Schildbatterie und Cannon und ein paar Stalker. Also Mutas werden es nicht so einfach haben. Hier der Fight gegen die Static Defense und die Carrier. Aber wie gesagt, es ist dieses Mal keine Hydra-Masse mit dabei. Das heißt, die Carrier können ein bisschen austeilen. Die Queens sind da die Anti, auf die man sich verlassen muss. Und die Saturn werden weniger. Carrier ziehen sich ein bisschen zurück. Die vierte Basis kriegt Schwierigkeiten. Die Mutas werden dessen haben selber Schwierigkeiten. Und wie man sieht, diese Kombination, die Stalker haben dabei gelitten, aber die Mutas wurden auch aufgesammelt. 16 Props sind down. Jetzt geht die Air Army nach vorne und jetzt hat Jon Snow eben die Probleme. Er baut Linge nach, aber verliert hier vorne seine Queens und bräuchte wirklich Anti-Air. Die Queen wird es auch nicht schaffen und die nächste Queen kann auch nichts tun, aber der Nexus wird dafür gesniped. Das kostet Jon Snow nur quasi seine gesamte Army einmal rundherum. Und er muss jetzt da alles nachbauen. Baut ein paar Corruptor mit dazu. Insgesamt Resources lost, bis Resources destroyed. Relativ ähnlich, aber mehr Vespingas zerstört vom Protoss tatsächlich. Insgesamt Damage hat der Zerg mir ausgeteilt. 100 große Balls waren das tatsächlich in relativ kurzer Zeit. Und hier geht der Fall weiter auf die nächste Basis. Daher kommt auch der ganze Damage, wenn man Nexus rausnimmt. Das ist natürlich zumal 2000 Punkte an Schaden, die man austeilen kann auf den Gegner. Die Linge wollten diesen Nexus auch haben, schaffen es aber nicht ganz. Der wird beschützt. Der lebt noch, hat aber nur noch 500, 600 Hitpoints. Die Protoss-Army dafür ist natürlich jetzt ziemlich krass. Das ist die große Sorge gerade für Jon Snow, wie man sieht. Er hat seine ganze Army dafür geopfert und auch in den zweiten Move nochmal Army Supply reingebuttert und hat jetzt nicht den Economy-Vorteil, um das groß zu rechtfertigen. Also er muss aufpassen, dass er sich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt, dass das nicht zu viel auf einmal ist und dann keine Einheiten da sind, um die Carrier zu kontern. Und das sind jetzt nur 7 Stück. Wir sind bei 12 Corrupt und das war natürlich jetzt auch mehr. Immerhin ist plus 1 Air-Weapons drauf. Also ein Fortschritt. Bei der Protoss-Army kommt plus 2 Air-Weapons, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, diese Protoss-Army hat es auf jeden Fall in sich. Templars sind jetzt 4 mit am Start. Carrier produzieren nochmal die letzten Deceptoren. Und jetzt ist halt hier die vierte Basis am Laufen. Also wenn eine vierte Basis läuft, Bingas wird nochmal nachgerüstet. Hier wird nochmal der letzte Rest von der ehemaligen vierten aufgeräumt. Ein bisschen Zealot möchte das verhindern. Der Kampf um einen Assimilator. Das ist, ja, sehr spektakulär. Deshalb gewinnt das easy gegen 2 Einzellinge. Beim Zerg, 4 Basen mit einer 5. jetzt auch frisch am Start. 78 zu 63 Worker. Aber das Problem für Jon Snow bleibt weiterhin. Sein Army Supply. Ich bin mir nicht sicher, ob 15 Corruptor das reißen werden. Es sind auch noch Void Rays mit drin. Die Carrier tanken doch ziemlich viel weg. Aber die Corruptor kommen jetzt angeflogen. Da kommen die Baning auch. Oh, die Baning ist gut. Richtung Templar. Die Templar werden zurückgezogen. Templar leben aber noch. Und ja, alles, was nicht Corrupt ist, da ist die Protoss-Air-Army halt recht unbeeindruckt davon.
Die Ground-Eye hätten es aber eher dagegen, um die Templer loszuwerden. Aber der erste Storm sitzt auf den Corrupt. Und da ist Prismatic Alignment mit am Start. Da geht es jetzt in die Carrier. Das sieht überhaupt nicht gut aus hier für John Stone. Seine Corrupt wird einfach aufgesammelt, Stück für Stück. Ja, dann kann er gar nichts tun. Also seine Army wirklich. Er hat sie da reingejagt, um die vierte zu killen. Wollte auch die fünfte killen, hat das aber nicht geschafft, die Basis zu legen. Die Trick Economy lief weiter. Die Army war viel zu krass. Und da konnte John Stone nichts mehr retten. Das heißt, hier wird der Ausgleich gemacht. Wir kriegen ein 1:1 und damit eine Deciders Map. Dritte Map, drittes Stalker Stargate Opening mit einem Voidray unterwegs. Ein paar Linge rennen da auch raus, gerade für Jon Snow. Es gab hier den ersten Fluss mit einem Zergling, also Spiel etwas ruhiger. Der Adept ist hier noch unterwegs und wird jetzt von den Lingen angerannt und kriegt Schwierigkeiten. Wird nämlich gebodyblockt, kommt da nicht raus, wird surrounded und ist damit down. Damit auch Schwierigkeiten ein bisschen an der dritten Basis. Stalker kommt angelaufen, Voidray kommt angeflogen, um das in den Griff zu bekommen. Der Stalker muss ein bisschen aufpassen. Das Voidray ist aber eine wichtige Hilfe, um das in den Griff zu bekommen. Der Stalker, oh, okay, das Voidray läuft und fliegt ein bisschen in die falsche Richtung. Das heißt, der Stalker kriegt noch mehr Ärger und der Stalker kriegt zu viel Ärger. Der geht auch down. Und das ist für Jon Snow schon ein voll guter Trade. Und wenn er verliert, da einfach einen Schwung an Linge. 7 Linge für einen Adept und einen Stalker. Wurde das Army Supply im Early Game nochmal deutlich ausgedünnt. Und das ist eh nicht sonderlich viel. Wir haben jetzt einen Stalker und einen Voidray auf dem Feld gerade für Trigger. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Da kommen nochmal ein paar Linge dazu. Immerhin hier das Voidray, das sammelt jetzt völlig Kills, kann den Overlord rausnehmen. Da kommen aber nochmal die Linge angerannt über eine nördliche Reroute. Und die dritte Basis soll dann nochmal mehr Ärger kriegen, weil eben die Einheiten ein bisschen wenig sind auf der Bruderseite. Warpin wird gezündet und der Warpin kommt auch durch mit dem Laptop. Die Linge schaffen das dann doch nicht mehr. Kriegen zumindest noch den Pylon, aber das sind dann doch deutlich mehr Linge, die man dieses Mal verloren hat. Also nicht die schönste, der schönste Trade dann für Jon Snow im Nachsetzen. Das heute hier schaut bei den Queens vorbei. Wir haben Roachborn in Bau, der ist jetzt auch gerade fertig geworden und dreifache Queen-Produktion. Bei Trigger dieses Mal wieder einen anderen Spielaufbau nach dem Stargate, nämlich keine DTs, sondern Blink, wobei die DTs jetzt auch nicht so erfolgreich waren, muss man sagen. Und hier, Linge rennen einfach an den Voidrays vorbei und die Queens kommen hinterher marschiert. Die brauchen aber deutlich länger, vor allem, oh Gott, die Queens doch, Verlangsamungszone. Da noch Concussive Shells drauf und es bewegt sich halt gar nichts mehr. Und Fungal, Fungal reduziert auch Bewegungsgeschwindigkeit. Fungal und Concussive Shells drauf und die Queens stehen quasi still. Aber wie man sieht, Jon Snow einfach wirft alles nach vorne. Er ist voll auf Aggression, hat nur 37 Drones, sein Gegner mit 57 Probes. Ja, hat da deutlich mehr Worker, aber dafür deutlich weniger Army Supply. Und die Roachling-Queen-Masse möchte sich jetzt hier durchsetzen. Static Defense, wie man sieht, fehlt auch noch. Einfach ein bisschen der Early-Game-Trade hat dafür Trick auch ein bisschen was verschoben, plantechnisch. Und jetzt wurde hier belagert. Kann er das halten? Static Defense auch an der Natural, damit der Zerg nicht sich einfach für die andere Basis entscheidet und da reingeht, wenn die Defense dann einer besonders schwach ist. Aber die dritte war das allererstes belagert. Wollte es auf ein bisschen Medical Alignment an Queens. Nutzen erstmal keine Chances für die Roaches, denn die sind wichtiger für die Queens selber, damit man einfach diese Voidrays los. Die Voidrays sind gerade die wichtigste Waffe, die hier Trigger hat, aber erstes Ziel vom Zerg sind die Schildbatterien. Eine davon ist down, da geht nochmal ein Ravager drauf. Die Queens kommen aber den Voidrays näher und die Probes waren bereits weggezogen. Die Probes waren kurz massakriert, 7 Stück weniger. Und es geht weiter vorwärts, wie man sieht, nur noch eine Schildbatterie, die quasi out of energy und lebt auch nicht mehr lange, wenn weiter Close Spies drauf landen. Die Queens spucken weiter fröhlich um sich. Die Adepts wissen gar nicht so wirklich, was sie hier tun sollen. Die Linge kommen auch mal dazu und für den Nexus sieht es ziemlich schlecht aus. Und wenn die Voidrays flankieren nochmal selber, können da vielleicht einen Ravager mitnehmen. Nein, werden auch abgeschirmt. Die Queens einfach überall. Von allen Seiten kommen gerade Queens, wobei die beiden Queens sind alleine. Die schaffen das nicht ganz. Ist da irgendwas da? Okay, die kriegen sogar eins der Voidrays. Also die Queens machen doch noch ordentlich Damage. Von Zeus, da wurde extra die Queen gefokust, die mehr Energie hatte. Das war gut gemanagt von Trigger. Problem ist ja trotzdem, es hat ihn Voidray gekostet. Das andere Voidrays ist auch mega low. Und es steht immer noch eine ziemlich riesige Sorgami vor seiner Haustür. Er hängt jetzt auf zwei Basen rum, zudem auch Supply Block. Hier sieht man ganzen Haufen an Stalker mit einem Immortal, zwei Sentries. Aber ja, alles ein bisschen zusammengeklumpt und da wollen sie die Cross Supplies drüber, wie man sieht. Die landen auch direkt über drin, hauen die Energie raus. Die wollen jetzt ein bisschen auf Counter-Attack-Move. Aber was wollen die hier groß erreichen? Zu zweit ist es gar nicht mal so spektakulär. Wenn die Sorgami doch, es reicht, um die Sorgami zurückzutreiben. Aber heißt trotzdem für Trigger, ist gerade mal auf zwei Basen. Immerhin hier die Adepts mischen sie auch noch mit ein. Das heißt, die dritte vom Zerg hat Schwierigkeiten. 48 zu 50 Worker. Immerhin haben noch einige Probes überlebt. Leertech wird jetzt gebaut. Der dauert aber auch noch ein bisschen. Die Adepts wurden surrounded. Die Warriors müssen aufpassen, weil da ist wirklich noch die Masse an Queens. Und die Masse an Queens ist wütend und hat sehr viel Damage doch parat. Und damit ist es nur noch ein Voidray, das hier rumfliegt. Und mehr Stalker bei Trigger zu Hause. Blink ist natürlich da. Die Stalker-Army ist nicht so schäbig. Dritte Basis wird neu gebaut. Vierte Basis als Goldbase kommt bei Jon Snow. Und da kommt das Bane-Nest.
hier das Aufeinandertreffen. Die Dinge sagen, aber nee, das ist kein Move, den wir haben wollen. Die Queens leben halt noch alles. Es sind 11 Queens auf dem Feld mit, wie man sieht, stellenweise vollständige Energie. Die eine Queen hinten ist maxed out. Da geht nicht mehr. 200 ist Maximum. Das heißt, 4 Transuses wären da drin. Das heißt, man kann Transuse spammen, wie man möchte. Man muss nur die richtigen Einheiten erwischen. Aber wie sieht, eine Queen ist noch ein bisschen angekratzt. Aber Energie wäre noch genügend da, um die ganzen Queens zu retten. Die Queen wird auch gerettet. Naja, Protossam wird da noch ein bisschen ausgebremst. Ground Up 1 wurde aber gerade fertig. Zergambi wird jetzt wieder aufgebaut. Der Versuch war von uns noch ein paar mehr Drones reinzuquetschen. Muss es aber eben schon wieder fighten. Trigger versucht einfach jetzt Druck aufzubauen, um seine eigene Dritte damit abzusichern und eben den Zerg vielleicht mit einem schwachen Moment zu erwischen. Aber das letzte Void ist gerade gefallen. Die Queens haben immer noch Energie übrig. Ravage wird neu gemorpht. Große Spice werden reingejagt. Die Blinkstalkers sind trotzdem gute Einheiten hier dagegen. Wenn die hier nach und nach die Queens und die Ravage rausfokussen können, ist die Zerg Army durchaus schlagbar. Aber mehr Reinforcement kommt mit jeder Sekunde. Die Sentries vorne haben nicht viel Spaß. Die Mortals teilen ordentlich mit aus. Die Queens schon Susan, was das Zeug hat. Die Anakin hat noch sehr viel Energie, geht aber down. Also die bringt gar nichts. Es ist immer noch einiges Energie vorhanden auf den Queens. Wenn man hat dann doch nicht ganz die APM, um alle Transuses nonstop Frame Perfect zu zünden. Das ist eine Herausforderung, die schafft man nicht so einfach. Overlords fliegen einfach random durch die Gegend. Die Protoss Army steht immer noch hier vorne. Versucht immer noch weiter zu fighten. Aber wie man sieht, weitere Upgrades kommen. Und zwar für den Zerg. Road Speed und plus 1 Media Attacks. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo Trigger sich erstmal zurückzieht, sein plus 2 dazu holt und den Robotic Space sehen wir tatsächlich mal. Dieses Mal kein Fleet Beacon und ein Templar Archive, sondern ein bisschen was anderes. Dafür bekommt Trigger aber auch noch einen Ling Run bei ab. Nimmt sofort den Recall mit, um seine Protoss Army daran zu verschieben in die Mainbase. In den Edge sind aber auch noch ein paar Länge gewesen. Insgesamt 3 Probes aber nur erledigt. Also kein allzu großer Schaden. Die Dinge werden alle aufgesammelt. Das bringt aber eben deutlich mehr Freiraum für Jon Snow, um sich selber wieder auf die Map mit seiner Hauptarmy zu begeben. Auch wenn hier die Länge direkt wieder aufgesammelt werden. Also der Move war jetzt auch nicht so grandios toll. Wir haben ein Infestation Pit unterwegs. Und die Goldbase, wie man sieht, die ist dann auch gleich mal fertig. Wurde zwischendrin einmal gecancelt, um genügend Einheiten bauen zu können für den Fight. Und jetzt eben neu unterwegs. Und dann auch gleich fertig. 64 zu 53 Worker. Dann beide ein bisschen nachgelegt. Infestation Pit ist gleich fertig. Banning Speed gleich mit dabei. Protoss Army kriegt plus 2 Attack und Koloss Range. Also wir werden Kolosse sehen. Bei der Robo kommt auch noch mit dazu. Ein paar mehr Pylons, denn Supply Block ist kurz bevorstehend und mit zu wenig Supply frei kann man keine Kolosse bauen. Wir brauchen doch einiges. Warp Prison sieht die neue Basis hier. Oh, kriegt sofort alles von den Queens ab. Lebt noch. Gerade noch. 36 Hitpoints ist jetzt nicht so schön. Aber kann hier hinten trotzdem Einheiten reinwappen. Auch schon Stalker reichen, um einfach die Goldbase zu belagern. Range Units sind da ein bisschen hilfreicher. Aber stattdessen kommt die ganze Protoss Army anmarschiert. Also diese Goldbase ist Trick auf jeden Fall ein Dorn im Auge und möchte das Ding loswerden. Die Frage ist, wie kann die Stalker hier fighten? Weil das ist nicht so einfach, über Gold Minerals zu fighten. Das sieht man genau hier. Die Stalker stellen sich einfach hin, blinken kurz ran, sagen, weg mit den Drones. Und war der Move auch schon erfolgreich. Aber die Protoss Army läuft auch sofort wieder rückwärts. Währenddessen war die Drones weggeschoben an der Basis weiter oben. Aber da wurde noch keine Hatch gesetzt. Hier gibt es einmal einen Baning Run bei in die dritte. Und er könnte wehtun, weil die Probes sind ziemlich versammelt. Die Stalker blinken rein und schützen damit die Probes. Schöner Move hier. Die Stalker opfern sich, bisher müssen sie nicht mehr opfern, weil die tanken natürlich deutlich mehr weg als die Probes. Und damit bleiben die am Leben. Nur 2 Worker werden gekillt. 59 zu 57 gerade. Hier, Protoss Army immer noch im Norden unterwegs. Immer noch mit dem Versuch, da die Goldbase zu belagern. Kolosse mit Range, bis ein Koloss mit gleich Range ist am Start. Währenddessen kommt die Uli Cavern und der Dreener Glance bei Jon Snow. Also das ist seine Antwort auf diese Protoss Army. Es ist gar nicht mal so einfach. Ulis sind gegen Blinkstalker gar nicht mal so geil. Die kann man fokussen und man kann trotzdem wegblinken. Ja, Uli ist nach wie vor eine Nahkampfeinheit. Jetzt geht's einfach drauf mit Funkel. Da war noch ein Festbaum mit drin und Baininger mit drauf. Ein Teil der Protoss Army ist hier gefangen. Der erste Koloss wird weggeballert. Der zweite Koloss lebt noch, hat nicht so viele Points, aber er steht. Bossfields haben dann doch die Zerg Army wegisoliert und Jon Snow jetzt selber einiges einhalten. Hat auch 6 Drones von oben noch ein paar Stalker, die erst wie ein Forceman angelaufen kamen. Und Protoss Army macht weiter Druck. Disruptor werden währenddessen gebaut. Die Uli Cavern ist halt noch nicht mal fertig. Jon Snow hat jetzt auch nicht wirklich Geld, um einfach massig Ulis zu bauen. Rennt stattdessen wieder mit Lingen, Baningen und Ravagen auf die Protoss Army drauf. Die Stalker blinkt wieder hinten. Koloss wird nochmal kurz weggerettet durch das Warp Prism. Der Koloss lebt immer noch. Rote Point-Bereich, aber er lebt. Und er hat insgesamt schon 13 Kills gemacht und die vierte Basis, die Goldbase, wird hier fallen. Da kam wieder Bastork einfach von oben angelaufen. Das heißt, man weiß auch von der neuen Basis ein Stück weiter.
Die fünfte könnte das nächste Ziel werden, aber erstmal wird hier noch ein bisschen Reste abgeräumt und weiter vorwärts geht's mit der Protoss Army. Die Blinkstalker versuchen so frech zu sein wie irgendwie möglich und trotzdem den Koloss zu beschützen. Der wäre ein wichtiges Ziel, aber wird bisher nicht getroffen. Jetzt kommen die Disruptor mit dazu. Es wird schon Snow richtig unangenehm. Uli Kevin wäre jetzt zwar fertig, aber er hat halt wirklich nicht das Geld, um sich Ulis leisten zu können. Stattdessen versucht irgendwie diese Protoss Army zu flankieren, einzukreisen, aber hat überhaupt keinen Erfolg bisher damit. Protoss Army steht hier einfach. Einziges Problem ist, es fehlt der Observer. Er ist auch gerade im Bau gewesen. Das heißt, die Protoss Army wird die ganze Zeit gescoutet. Und jetzt gehen die Binnigen nochmal rein. Jetzt kommt nochmal Zerg's Army von allen Seiten. Aber das sieht dann nicht sonderlich wie Zerg Army aus, wie man sieht. Der Koloss lasert einfach auf alles irgendwie einzelne Dinge, wie gerade so lustig ist. Und für die Zerg Army sieht das katastrophal aus. Da ist einfach keine Zerg Army mehr übrig. Jetzt werden zwei Ulis gebaut, aber die werden den Fight auch nicht mehr einfach so drehen. Wie gesagt, sind nicht die besten Einheiten. Das sind jetzt keine Game Changer. Da wären höchstens noch... Ja, Broodlords hätten viel, viel länger gedauert, also da wären wir weit weg davon gewesen. Aber selbst da, Blinkstalkers sind halt so passabel gegen alles, außer gegen Speedlinge mit Adrenal Glands. Da sind die Stalker ziemlich schlechte Einheiten dagegen, wenn es die Stalker alleine sind. Aber Ulis, wie gesagt, kann man fokussen, Broodlords kann man fokussen. Da hatte Jon Snow wirklich keine gute Möglichkeit. Vor allem die Goldbase-Economy dann noch verloren und damit ist es am Ende Trigger, der das Ding mit einem 2:1 macht. Braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, aber wenn es dann mal läuft, dann läuft's. Und die erste Map war hauptsächlich auch daran verschuldet, weil eben die Storms nicht gesessen haben, stattdessen Feedbacks genutzt hat. Aber das hat er dann korrigiert und damit das Ding dann gewonnen. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.